Wagen hinter dich. Wirklich, da geht nichts. Das Problem ist... Go, CCs drauf, Trash wegmachen, jetzt kann man sogar die 10. Soll ich einen hersaugen? Da sonst nur ein Mili-Pult, können wir quasi auch einfach so... Oder der Hunter. Ja genau, der Hunter. Der Hunter war... Oh, das ist schön. Danke schön. Aber man kann bei dem Trash schön alles kriegen, das ist sehr nice. Hast du echt Hoffnung? Ja. Okay. Ich hab doch schon gekickt. Ja, ist doch alles lässig. Es war jetzt nicht darauf bezogen, dass wir alles kicken sollen oder so, aber... Du kannst das sogar stunnen, du kannst machen mit denen, was du willst. Ich hasse so Trash, wo du halt einfach im Endeffekt so Minibosse hast, die du halt einfach... Die du nicht irgendwie CC'en oder kicken oder irgendwas kannst. Ja. Weil, ja, wie der ja, vertagert. Dann könnten sie den Trash halt auch weglassen, also... Dann hackst du halt dann auf den einen, irgendwann ist er down und Ende. Also Andra, ich empfehle, der macht so einen Overhead-Smash, irgendeinen Überhandschlag, weiß ja gar nicht, wie das Ding heißt. Und danach musst du instant spotten, weil der nächste Schlag one-hitte dich eben als Tank. Also der andere Tank muss halt spotten. Der andere Tank ist noch nicht da, also wir sollten ihn vielleicht bohren. Ja, mach mal langsam, ey. Könnte schwierig werden dann. Ja, ich kann auch umspecken, wenn der Ferret noch braucht. Wenn der Damage stimmt, dann kann man auch einfach nur, ne, also... Weil die kleinen Möpfe kann man irgendwie einfach nur pullen, oder? Also, nur die pullen, ne? Ach, lass die an, Pian. Es erinnert mich irgendwie... Es erinnert mich hier irgendwie alles ein bisschen so an Kataklysm. Von der Optik, oder was? Ja. Also nicht unbedingt von der Optik, so vom Theme her halt, ne? Du hast gesagt, kleine Möpfe pullen, dann hört es mal. Ja. Läuft. Wir werfen einfach Winter mit rein. Was ich süß fand, die haben ja nur erstmal den Raum hier designt und gemacht. Für halt Promo-Scheiße. Okay. Und danach haben sie das Design so schön gefunden, dass ich das jetzt durch die ganze Zeit... Oh, Epic! Andere Item. Warforged. Ja, hast du nicht, weil ich hab's gepullt. Ah, es geht schon los, ey. 3, 2, 1. Eine Sie, oh. Sie. Kann mal jemand klicken, bitte? Nö, kannst du haben. Machen keine Leute. Da. Das kann man noch toppen mit einer 99, ne? Ich hab sie gepult und kriegst es auch. Ist nicht was für mich. Ich hab mal 670, das fände ich jetzt fies, wenn ich roll. Ich auch. Jetzt lohnt sich das Mystic Trash Farmer endlich wieder. Hat sich ja gelohnt, die zu pullen. Ja, die mussten wir auch pullen, also wir müssen da rechts rum. Also lauf mal einfach dem fetten Schurken hinterher. Ah ja, das wird ein bisschen crazy jetzt. Wir sollten halt stehen bleiben zuerst beim Pullen, ne? Also nicht weiterlaufen. Jetzt habt ihr euch die Gruppe rausgelassen. Läuft! Das weiß auch nur der Tank. Nicht auslassen. Ja, nachher liegen Schuhe drin. Einfach jetzt hier rechts lang, also außer, ja, wenn, ja. Außer wenn du noch ein bisschen Trash haben willst. Der hat Angst vor Bossen. Nee, ich würde den großen pullen. Und überleben. Ja, ja, das geht. Oh, das der geht einfach, Mut, wenn der in der Mitte. Wenn der in der Mitte ist. Was? Ja, das pullen geht schon. Aber... Latte. Und wieder Warforged gibt's ja überhaupt nicht. So vielleicht so eine Promo-Aktion. Wenn es die Armmaschinen sind, wird instant losgerollt. Also ich würde sagen, wir machen den ganzen Raum, so wie das gerade poltert, ne? Klingt vernünftig. Ja, Spaß, oder? Naja, ich weiß nicht. Kann aber droppen. Technisch also so wie es ein Aha ausschaut, es scheint wohl auch wirklich viel Trash zu droppen. Das ist aber meistens noch am Anfang so, also nach einer Weile. Ja, das denke ich auch noch nach, das ist viel zu fast, wie das gerade rauskriegt. Bei unserem ersten Hochfeld war warum ja warum verhaut der mich? Ja, weil ich mir gedacht habe, ich lass mich nicht hauen und haben halt den... So, jetzt mal sehen, ob du es aushältst. Naja, wenn hier kommt, ja. Oh, mit ja. CD hält man es leicht aus. Ja, ja. Ich hatte nur vorhin eigentlich den CD komplett falsch gesetzt, weil ich
komplett falsch verstanden hatte. Also du kriegst einfach nur mehr Schaden in der Zeit und du stirbst nicht beim nächsten Schlag. Ja. Ich hatte vorhin nämlich gewartet mit dem CC und das, also mit CD und das war halt der Fehler. Also. Ja, du kriegst halt schon gehörig auf die Glocke dann. Ja klar. Also es geht aber steht er ja darum. Also wenn man es jetzt, ein bisschen sinnvoll planen würde, dann ist es jetzt recht entspannt. Also ich konnte mich nicht mit meinem Starfield gegenheilen, das hat mich schon gestresst. Ja, wenn es Dings allein zündest mit 30%, dann geht's eigentlich echt easy. Also das ist halt nur jo, für die Heiler halt dazu. Kaputt! Scheißegal. Auf, verroll mal die hübsche Platte. Jawohl. Jo. Bloody? Ne, Bloody. Einmal Bloody. Oh, hübsche Füße. Ja doch, nicht. Sexy. GZ an euch. Jo, Diamonds mit einer 1. Oh, da legt los. Nein, Diamonds ist aber schon top. Ganz schön gierig. Ja, doch. Ja, noch irgendwer? Unsere Plattenträger, nur irgendwie keinen auslassen. Kann einer noch Krieg kaufen? Also für eine 1 habe ich es eigentlich verdient. Für eine 1. Hat einer noch einen Crit-Buff über? Vielleicht einer der Hunter und Lone Wolf gewählt? Mage? Haben wir keinen Mage da? Die ist noch nicht da, aber die kann waffen. Also ich kann waffen. Die Mage kommt noch. Also man kann diese Schneckenviecher da abholen, ohne dass der Rest kommt. Aber die respawnen relativ schnell, also so viel Sinn macht es halt. Wurden eigentlich die Änderungen an den Klassen schon vorgenommen? Also nee. Das Balancing? Auch noch nicht, ne? Okay. Kommt auch alles mit 6.1. Okay. Also ich finde es am angenehmsten, diese Binder da, diese Iron Flame Binder, die mit den Feuerstrahlen da zu disablen, weil die machen halt so schon so komische Feuerelementare. Jo, einfach halt gerade CC, ne? So viel CC hat der DK leider nicht. Ja, einer von den ganzen lustigen Huntern, Frostfallen schießen, Fröschchen. Da, ich hol da einen her, komm. Go. Oh, super, ich habe natürlich gerade Flammenbinde irgendwie noch. Da, hast du schön. Nice, da kommt direkt der Mesche angelaufen, der verprügelt werden will. Das ist schon vorbildlich hier, ey. Man könnte sie auch einfach nur kriegen. Aber ich muss zugeben, es ist ein schönes Gefühl, mal wieder einfach ganz normalen Trash zu haben. Das ist richtig befriedigend. Nee, kein Loot. Ja, ist halt wirklich so, ey. Ja, okay, wenn du so einfach glücklich zu machen bist, dann... Klar. Oh, und es gibt anscheinend hier einen neuen Noob-Filter. Mal gucken, ob er mich erwischt. Also in die roten rein und aus dem weißen raus, oder? Oh verdammt, ich hab Agro. Ja, weil du gepult hast. Ja, der Gang ist schön. Ja, gell? Jetzt, und weißt du was, jetzt noch Königsklasse wäre? Wenn die Dinger one-hitten würden. Das wäre Königs... Das wäre Königsklasse. Ja und, dann müsste sich wieder ein Hexer runtersterben und alles. Na super! Ach ja, wie... Ich bin eigentlich schon immer auch Fan von so Aufzugsbossen, das könnten wir schon auch machen. Ja, die sind cool.
Oder wisst ihr noch Naxxramas, der Noob-Filter mit den Blubs? Ah, oh, delicious. Ja, delicious, ey. Ging ja noch heiger. Es gibt diese komischen Berserker, die enragen und dann sollte man sie kiten und nicht tanken. Ja, stimmt! Ja. Achso, du meinst die da, okay. Diese, ja. Ah, die da, ja. Naja, geht eigentlich. Geht eigentlich, ja. Naja, 300% ist eigentlich nicht so viel. Ja, aber 2 mit 300% macht so gut. Overheal of Ferret! Ja! Naja, ich sag's mal so, ist ja halt sehr stimmig, da eine Frostfalle hinzulegen, weil dann ist man auch wirklich langsamer als die Jungs. Die machen, die kriegen dann gleichzeitig minus 70%, aber die sind immun. Bewegungsspeed, also wenn die enragen, bewegen die sich. Oh, oh, wow, 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 na, oh, aua. Ich war's nicht. Mit Winzeln. Sorry, dieser 350.000 K-Schlag, der tat mir weh. Können wir das? Dann muss ich hier wieder durch einen Noob-Filter. Das ist ja scheiße. Im LFR gibt es das wahrscheinlich nicht. Stimmt eigentlich, ne? Das wäre lustig. Ja, da wäre ja der halbe Raid noch nicht beim Boss, wenn die anderen anfangen, ne? Ja, das wäre echt cool. Okay, versuchen wir es mal, komm, just for fun. Das geben wir uns jetzt. Ich nenne es dann einfach, ich probiere mal, wie viel Damage die machen, wenn ich getroffen werde, okay? 100k, ich habe schon getestet. 100k, oder oh, dann sollte ich vielleicht aufhören, mein Leben zu burnen. Dann den zweiten noch, dann bist du weg. Schon wieder kein Loot, kann jetzt endlich mal jemand ein Ticket schreiben? Ja, ehrlich. Ja, ist echt schlimm sowas, ne? Ja, man muss aber sagen, es geht eigentlich echt locker hier durch, muss man echt sagen. Sag das nicht zu früh und nicht zu laut. Okay, stimmt auch wieder. Aua, siehst du? Nö, nee, bitte nicht. Und Ferret, ich sag weiterhin Threat Place. Er hat im Let's wollte ich es noch installieren, da haben wir nur mit dem Dura gerätselt. Voll sexy. Whispers mir doch nachher mal kurz an meinen Screenshot dann. Ich kann dir auch noch den Link im TS dazu. Oder so. Alter, ganz ehrlich, ey. Also, ich muss dir echt an der Position recht geben, dass Gruul da rumlatscht, so als kleiner Handlanger, Alter. Das ist schon echt. Bitter. Das ist, ja, das ist wirklich echt bitter. Servus. Bitte? Ich fände es sehr witzig, wenn du in dem Fall stirbst. Achso. Damit er klar machen kann, wer der Handlanger ist. Sag mal, soll ich uns alle einfach shrouden und wir laufen geradeaus durch? Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Ja, die Typen haben ganz schön viel Life und so. Ja, alles Loot. Loot. Ja, ich meine, keine Ahnung, es ist halt. Ich meine. Gepult. Super, vor zwei Seiten, ne? Also. Ja, es war schon fast ein Versuch wert, würde ich sagen. Mach der Schockwelle raus in der Mitte. Geht ungefähr bis. Also Watschel würde jetzt sagen, wenn ich da rausgehe, kann ich aber kein Damage machen. Als erstes CD gezündet. Und so präventiv. Mega geil. Super geil. Damage!
Ich bomb schon wie ein Blöder, aber ich bin ein Warlock. Such dir halt mal eine gescheite OP-Klasse, was ist denn das? Ja, stimmt auch wieder, das ist eigentlich Unrecht. Was ich gemein, die Hunter bei so vielen Mobs. Immerhin, guck mal, schau mal Leute, ich bin schon Siebter! Und jetzt habe ich kein Mana mehr. Fuck. An alle, die es können, Enrage-Effekte dispellen. Da kann man schön Klingenwirbel mit Klingenwirbel reinrotzen da. Sag mal, Antor, was hast du denn jetzt für eine Reihenfolge heute vorgesehen? Oh, bei Golden White mit seinem Auto. Epic! Oh, nice, und ich bin der einzige Lederträger. Ohoho! Die ganzen Katzen zählen nicht. Und schon wieder Warforged. Das ist doch was für die Eule, hm? Das ist für jeden quasi totale Sexiness. Aber wir ziehen irgendwie dieses BOE Warforged an, das ist unglaublich. Ja, ja, doch. Doch, bitte, sei doch ruhig. Wahrscheinlich. Ich will kein anderer Schiedsrüber. Vielleicht. Doch, warte, ich bin gerade überfordert hier. Wahrscheinlich ist es buggy und morgen kommt ein Hotfix oder so. BOE, da kann ich ja sogar mitwürfeln. Ich hab gehört, es gibt gut Asche, Roll. Ach, immer dieses Mana. Bam, Schiedsrüber. Okay, das hätte man sparen können, ne? Sexy, da wird das LFR-Item weggeschmissen. Bin sehr glücklich. Nice, GZ, Mann, GZ. Jetzt will ich aber auch Zahlen fliegen sehen. Ja. Das war vielleicht der Haken. So, da hat er es schon an. Der Haken. Die kommen alle gleichzeitig, da ist nichts zu holen. Also wir haben den Counter als letztes gemacht. Als letztes? Der macht den als letztes. Der macht AOE Damage, also die, aber nicht so viel wie die Grunts, wenn sie rumhüpfen. Dann? Geil, ey. Ja, ne? Fürs Ego gedacht. Ja! Ui, da hat einer einen Narren. Der droppt bestimmt. Wenn ich jetzt einen Geist freilasse, wenn ich so den Kack tummel. Ja. Ja. Der Tummel macht damit, du kriegst ja nicht einmal wirklich Schaden, wenn du da... Das ist Physical Damage. Also ich als Tank kriegst du wirklich keinen Damage. Ich bin auch da drin schon aus AFK gegangen. Das war nicht so das Problem. Nein. Ja, da gibt's einfach Allzug-Schlachtungsbereit. 10 oder so, weiß ich nicht, ja. Wie das jetzt schon ist. Ja. Mag trotzdem.
Alter, diese Hüpferei geht nur so langsam auf den Zeiger. Bleib mal stehen. War ein Versuch wert, ne? Jetzt ist er liegen geblieben, ist auch okay. Ja, doch, ja. Eine Karte, das Wasser wäre nice. Ja, ja. Jetzt quasi ist auch der Wasserträger, die Wasserträgerin. Leute, ich habe hier eine brüchige Klinge gekriegt. Das ist geil. Nicht? Ja, immer noch mehr als ich. Ja, es ist, ne? Mein. Ja. Können wir bitte rollen? Müssen wir nicht bitte den ganzen Loot für dich? Ja, genau. Dringend. Nee, das wird einfach auf so einer Strichliste vermerkt. Der hat halt jetzt schon ein Item bekommen, ne? Oh, stimmt.